Hallo und herzlich willkommen. Heute mache ich was ganz Einfaches, weil ich habe mir gedacht, wer hat Lust bei der Hitze so viel zu kochen? Aber essen müssen wir trotzdem alle. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Abonniert mein Newsletter, da gibt es noch viel mehr Rezepte. Im Monat 8, vegetarisch, preiswert und super gesund, wie immer. Ja, ich mache eine Galette. Ich war gerade in Italien und ich habe das probiert und ich fand es fantastisch. Problem war erstmal, die benutzen Hafermehl. Und da habe ich gedacht, okay, wo kriege ich im Supermarkt Hafermehl? Klar, in der Mühle, im Bioladen. Aber meine Praktikantin hatte eine super Idee. Einfach die Haferflocken im Blitzhacker zu Mehl vermahlen. Das geht sehr einfach, weil Hafer ein sehr weiches Korn ist und eben auch ja, einen relativ Fettgehalt hat. Und in den Teig der Galette kommt eben dieses Hafermehl dann, etwas Chia, dann natürlich zwei Eier und noch ein bisschen Öl. Salz natürlich nicht vergessen und das backe ich. Und hinterher wird es dann eben belegt mit einem Avocado-Creme, mit Tomaten, ein bisschen Basilikum und gerösteten Pinienkernen. Ja. Und das ist ein tolles Mittagessen, könnt ihr auch zum Picknick mitnehmen. Schmeckt auch am nächsten Tag noch toll. Ich habe es ausprobiert und sieht einfach super schön aus. Ja, jetzt mahle ich erstmal den Hafer. Das sind 4 Esslöffel Olivenöl. Ich glaube, das haut hin. Also der Teig kann ruhig noch ein bisschen bröselig sein. Ich gebe noch etwas Wasser dazu. Also ihr seht, da braucht man gar keine Küchenmaschine, das geht blitzschnell. So. Und jetzt wird das zwischen 2 Backpapierstücken ausgerollt. Ganz nebenbei ist diese Galette natürlich auch glutenfrei. Ich finde, sie schmeckt besonders toll. Und sie ist sehr magenmild, weil Hafer enthält Substanzen, die unserem Magen super gut tun. Ja, hallo, was machst du denn hier? Ja. Ja, also am besten gehst du wieder raus. Na, hier gibt es jetzt nichts zu futtern. Geh raus, komm, ab, ab, Aslan. Nein, Aslan. Na gut, dann bleib halt hier. Ja. So ist das mit kleinen Dackeln. Wenn in der Küche was los ist, dann denken sie sofort ans Fressen. Jetzt gebe ich es in den heißen Ofen. Sonst trocknet es nur aus. Ungefähr 12 Minuten bei 190 Grad. Und inzwischen mache ich den Belag fertig. Einmal, das vergesse ich sonst, röste ich hier die Pinienkerne, die hinterher draufkommen. Dann schaue ich mal, ob die noch okay sind. Bei Avocados ist ja mal ein bisschen Glückssache. Entweder sie sind zu hart oder sie sind zu weich. Diese ist sehr weich. Jetzt lasse ich mich mal überraschen, ob sie noch gut ist. Wow, Glück gehabt. Ihr könnt natürlich auch jede andere Art von Dip als Belag verwenden. Ihr könnt Hummus nehmen, ihr könnt Eiweiß nehmen, aber denkt dran, wenn es satt machen soll, dann sollte es gehaltvoll genug sein, also genug Fett drin sein. Die Avocado hat reichlich Fett.
Und ich gebe hinterher noch ein bisschen griechischen Joghurt dazu mit 10%. Der ist sehr mild. Den püriere ich aber natürlich nicht mit. Und hier die Avocado püriere ich gleich mit Basilikum. So, beim Pürieren gebe ich gleich Zitronensaft zu, damit die Avocado nicht oxidiert, also braun wird. Und Salz kann ich auch schon mal zufügen. Ein bisschen Pfeffer. Sieht schon mal toll aus. Jetzt gebe ich hier Basilikum zu. Und jetzt vermische ich das noch mit dem Joghurt. Den püriere ich nicht mit, weil sonst wird es sehr dünn werden. Das ist eben Joghurt 10% Fett. Ihr könnt natürlich auch Vollmilchjoghurt nehmen, aber der hier ist ein bisschen fester und wie gesagt, die Galette verträgt auch ein bisschen Fett, sonst werdet ihr nicht satt. Diesen für den Belag kann man halbieren, kann man vierteln. Ist auch ganz toll mit bunten, habe ich leider nicht bekommen. Also wer welche im Garten hat, in Gelb, das sieht sicher toll aus. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Grillgemüse nehmen, gegrillte Pilze, gegrillte Zucchini, einfach so ein bisschen vorgebratene Zutaten. Die kommen auch noch oben drauf. Ist jetzt schon schön fest, die Galette. Und jetzt kann ich sie belegen. Hier kommt meine Avocado-Creme drauf. Also wenn es vegan sein soll, müsst ihr halt eine Avocado mehr nehmen. Geht auch. Oder Hummus, passt auch. Das ist jetzt echt der Basilikumhammer. Der nochmal drauf kommt, die Tomaten. Jetzt hätte ich fast die Pinienkerne vergessen. Aber die sorgen dafür, dass alle auch wirklich satt werden. Probiert's aus, macht's nach. Es geht super schnell, ist toll bekömmlich, schmeckt köstlich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Abonniert auch meinen Newsletter mit meinen vegetarischen Rezepten, die ich euch dort anbiete. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss und auf Wiedersehen. Links gibt's eine Focaccia und rechts eine Pinsa.